Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute soll es mal darum gehen, welche Shotgun man in dieser Season benutzen sollte. Wir haben es ja jetzt so, dass wir tatsächlich zwei Shotguns haben, die wir in der letzten Season nicht hatten. Und jetzt natürlich die Frage, welche man dort in welcher Seltenheit am besten benutzen sollte. Und dazu habe ich euch was richtig Nice vorbereitet. Einmal ein ganzes Ranking von der schlechtesten bis zur besten Waffe. Ich hoffe, euch gefällt das Video auf jeden Fall. Wenn es so sein sollte, könnt ihr natürlich gerne eine Bewertung dalassen. Außerdem schreibt einen netten Kommentar. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr hier ein Abo da lasst, dann verpasst ihr nämlich in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr. Außerdem denke ich, dass wir heute Nachmittag oder vielleicht, wenn dieses Video auch online kommt, dass wir dann auf Twitch live sein werden und dort versuchen, Road to Champion möglichst schnell zu kommen. Also checkt da gerne das Video aus, beziehungsweise den Stream aus. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem Ranking. Dafür lege ich mal alle meine Waffen weg. Und dann gehen wir hier einmal durch. Als schlechteste Waffe, die wir in dieser Season haben, haben wir die graue Pump Shotgun. Die macht nur 70 Damage auf Body, beziehungsweise 140 auf Head. Man kann zwar instant schießen, was natürlich ganz praktisch ist, aber ansonsten macht die eben halt echt kaum Damage. Man trifft häufig wirklich nur sehr, sehr geringe Shots und durch den großen Spread ist es gerade auf Range nicht so leicht. Natürlich direkt so im Close Range geht das alles noch, aber alles in allem ist die Waffe nicht so wirklich gut. Reloaded auch relativ langsam nur und dementsprechend würde ich die am wenigsten empfehlen. Danach kommt die Charge Shotgun, die wir auch in der letzten Season als Hauptshotgun hatten. Die hat immer noch die gleiche Ladefunktion. Umso länger man die auflädt, desto mehr Damage macht man natürlich. Normalerweise kämpfen aber eigentlich immer im One-Click, das heißt direkt runtergehen und so machen. Und die macht eben halt schon 80 Body Damage, was auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr ist. Und sie macht diesen Damage durch das kleinere Fahnenkreuz auch deutlich häufiger, weshalb ich die auf jeden Fall über die graue Pump Shotgun empfehlen würde. Und da wir diese Season ja auch keinen Tag haben, die ich sonst eigentlich immer über die Charge, die graue Charge empfohlen hätte, ist das zurzeit so die beste. Und dann die nächsten meine Waffen sind auf einem sehr, sehr ähnlichen Level, da nämlich die Charge Shotgun nur 5 Damage mehr bekommt, hingegen die Pump Shotgun schon 10 Damage mehr macht. Und da hat man eben mal den Vorteil, dass man schon wirklich 160er Pumps machen kann, was ziemlich stark ist. Sie schießt eben halt schnell und man kann eben halt relativ schnell immer solche Edit Plays machen und so, was auf jeden Fall sehr, sehr praktisch ist. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so der größte Vorteil eigentlich davon. Dann bei der Charge muss man eben halt etwas aufladen, kann dafür noch mehr Damage machen. Ich glaube, man kann sogar fast 200er damit machen, was auch schon ziemlich strong ist. Da ist es dann eher Präferenz, beziehungsweise das, was man eben halt als erstes findet. Aber ansonsten sind die beiden Waffen so ziemlich auf dem gleichen Level. Danach kommt die Charge Shotgun in der blauen Variante. Die macht dann nämlich auf jeden Fall schon One-Shots mit den 89 Damage. Dort also nochmal 4 Damage mehr. Und das ist wirklich guter Damage. Gerade wenn man die Charge macht, die eben wirklich guten Damage. Wie gesagt, man schießt ja normalerweise eigentlich immer eher mit One-Tap und direkt dann den Schuss abfeuern und ist auf jeden Fall eine ganz gute Waffe. Trotzdem finde ich, dass auf jeden Fall die normale Pump-Shotgun in der seltenen Stufe beziehungsweise die Combat-Shotgun besser ist. Combat-Shotgun hatte ich jetzt leider nicht gefunden, deshalb kann ich euch nicht zeigen. Trotzdem denke ich mal, spätestens bei den anderen werdet ihr verstehen, so wie man die am besten spielt. Auf jeden Fall bei den beiden Waffen ist es so, dass sie eben halt wirklich gut Damage machen und Pump-Shotgun macht 90 beziehungsweise 180er Shots, was wirklich ein sehr, sehr guter Damage ist und da kann man auf jeden Fall die Waffe sehr gut empfehlen. Hat eben halt Instant Shot, hat nicht die schnellste Feuerrate, das heißt, man muss immer ganz kurz warten, bis man wieder schießen kann. Und das ist immer so der einzige Nachteil, wobei selbst die Feuerrate von der Pump schon relativ schnell ist. Also man kann wirklich eigentlich relativ schnell hier Edit Plays und so machen. Und bei der Comet Shotgun ist immer so, die macht 75 Damage auf den Kopf und 50 Schaden auf den Körper. Finde ich eigentlich relativ komisch, dass die normale Pump Shotgun immer noch beim zweifachen Headshot Multiplier ist. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass es eventuell über die Season verteilt dann etwas gelowert wird auf vielleicht 1,75 oder auch nur 1,5. Dann würde sich das Ranking natürlich nochmal ändern. Generell, wenn irgendwelche großen Änderungen nochmal kommen sollten, wäre ich natürlich ein Update-Video hier zu machen. Und der Vorteil bei der Comet Shotgun ist immer, dass sie wirklich extrem schnell lädt. Wenn man in der Box beispielsweise gerade drin ist, dann hat man immer große Chancen, man kann immer schön schnell machen, die lädt super schnell nach, was ein sehr, sehr großer Vorteil dabei ist. Deshalb würde ich sagen, das, was man als erstes von den beiden Waffen findet, sollte man mitnehmen, beziehungsweise das, wo man das dann lieber will, wenn man beide Waffen hat.
Danach kommt der epische Charge Shotgun, also die schlechteste epische bzw. weiterführende Waffe. Die macht 93 Damage, ist kaum großer Unterschied zur blauen Waffe. Trotzdem würde ich sagen, ist sie so ein ganz kleines bisschen besser nochmal als die anderen beiden. Trotzdem würde ich sagen, wenn man wirklich deutlich eher eine Pump Shotgun spielen will, dann kann man die auch so aufs gleiche Level ziehen. Also ich würde auch sagen, man kann die alle drei eigentlich so aufs ähnliche Level ziehen. Trotzdem würde ich sagen, von den weiterführenden Waffen auf jeden Fall das schlechteste und dementsprechend würde ich alle anderen epischen und legendären Waffen bevorzugen. Hat eben halt immer noch genau die gleiche Funktion und wenn man das dann eben halt mal allein mit der Comet Shotgun vergleicht, die dann schon tatsächlich 53 Damage macht und dementsprechend natürlich auch ein bisschen mehr auf Headshot, dann kann man hier immer richtig schnell schießen. Man kann sogar so eigentlich machen, das heißt, man muss gar nicht zwischendurch editen, beziehungsweise wenn man schnell edit, kann man eigentlich instant schießen. Natürlich hat man immer eine kleine Zeit, nachdem man geedit hat, bis man schießen kann. Und die ist immer super präzise. Wenn man mal hier das kleine Fadenkreuz sieht, dann weiß man auf jeden Fall, dass wenn dort ein Gegner eigentlich drin ist, man den eigentlich hundertprozentig trifft, wodurch keine Bullets daneben fliegen und man eigentlich fast immer die Max Damage Pumps aus dieser Waffe rausholt, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Und selbst wenn man eben mal springt und so, bleibt die eben halt super genau. Vorteil ist eben halt auch, gerade im Endgame, wenn man sich irgendwo hochbildet und dann beispielsweise auf Highground ist, kann man damit trotzdem gerade in der Luft die Leute so schnell lasern. Macht natürlich nicht mehr wie früher die 80 Damage oder was das waren. Und trotzdem denke ich mal, sollte das auf jeden Fall noch gerade für diese Plays super gut ausreichen, weshalb die Waffe auf jeden Fall gut ist. Dann würde ich sagen, ist als nächstes die Charge Shotgun, wobei es hier auch wieder ist, ich würde sagen, die kann man auch beide hier wieder aufs gleiche Level setzen, je nachdem, was man jemand lieber spielen will, eher etwas mehr Damage machen oder etwas schneller schießen, kann man eine der beiden nehmen, ist so das Persönliche eigentlich, was man dort lieber haben will. By the way, ist auch teilweise einfach jetzt eine subjektive Meinung, was die besten Waffen sind. Von den Sets her sind die natürlich dann immer unterschiedlich, die eine macht mehr DPS als die andere, das spielt ja allerdings hier nicht zur Sache. Auf jeden Fall macht man hiermit auf jeden Fall wirklich ziemlich guten Damage. Macht alleine auf Body Shot 98 Damage. Ohne Charge, mit Charge dann natürlich nochmal mehr und so kann man wirklich auch schnell die Gegner killen. Allerdings würde ich trotzdem immer noch sagen, dass auf jeden Fall die Comet Shotgun weitaus besser ist. Sie macht hier in dieser Variante schon 55 Body Shot Damage und wie gesagt, der Damage, den man eben macht, der kommt eigentlich auch fast immer an. Gerade im Endgame wirklich eine sehr, sehr nice Waffe, würde ich sagen. Vor allem für FNCS können das sehr, sehr gut sein und wenn man im Trio spielt, würde es sich wahrscheinlich auch lohnen, dass zumindest mal einer eine Comet mitnimmt. Der Vorteil ist allerdings, den ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, wenn ihr eine Charge Shotgun findet in einer epischen oder legendär oder auch egal in welcher Stufe und ihr die nicht spielen wollt, könnt ihr ganz einfach zur Upgrade Station, zu den Stations hier gehen und dann könnt ihr einfach Sidegrade drücken. Das kostet dann 60 Mets. Umso höher die Seltenheit ist, desto länger dauert das dann, das Ganze Side zu graden. Allerdings habt ihr dann tatsächlich die ganz normale Spaß, was auf jeden Fall relativ lohnenswert ist, gerade wenn man im Early Game eine Charge findet. Dort würde ich auf jeden Fall immer die Charge mitnehmen. Wie gesagt, es sei denn, man ist im Trio, dort lohnt sich dann immer, wenn jemand eine Comet mitnimmt. Aber auf jeden Fall ist so auch eine gute Möglichkeit, wofür man die Charge dann benutzen kann, wenn man die nicht spielen will. Dann kann man die nämlich einfach zu einer Spaß-Side graden. Und dann kommen wir auch schon direkt zu den besten beiden Waffen und die würde ich aufs gleiche Level ziehen, nämlich die epische und goldene Spaß. Dort ist eigentlich kaum Unterschied. Die machen eben halt einfach 200er Damage Pumps bzw. 100er Damage Pumps auf Bodyshot. Die legendäre Variante macht 10 bzw. 20 Headshot Damage mehr. Allerdings macht es eben keinen großen Unterschied, weil ob man 200 oder 220 Damage macht, ist jetzt nicht der größte Unterschied. Und der Vorteil hierbei ist eben halt wirklich instant, dass man die Shots raushauen kann. Gerade im Trio, wenn man 1v3 spielt, ja, wenn man dann einem schon mal einen 200er Pump drückt, was super leicht geht, ist es schon wirklich gut. Auch wenn ich es nicht gut finde, dass man wieder 200er pumpen kann, ist das natürlich ein Feature, was man auf jeden Fall benutzen sollte. Und deshalb würde ich auf jeden Fall, wenn man gerade im Solo ist, wirklich die Spaß eigentlich über alles setzen. Es gibt eine Möglichkeit, wo man eventuell doch dann eher zur Comet greifen sollte, nämlich wenn man beispielsweise nicht Lust hat, irgendwie eine AR mitzunehmen, denn man kann rein theoretisch auch Comet und dann Movement und Fish-Items spielen. Das heißt, man kann beispielsweise stattdessen, dass man eben halt eine AR mitnimmt,
einfach eine Combat-Shotgun spielen. Man kann einen Flopper mitnehmen, man kann einen Thermalfisch noch mitnehmen und so weiter. Man kann Bounce-Pads mitnehmen und dann natürlich nur einen einzigen Waffenslot richtig benutzen. Und so kann man natürlich auch gerade eben den FNCS, wie gesagt, sehr, sehr gut spielen, da man so oder so eher auf sehr, sehr kurze Distance fightet. Und man muss ja immer dabei nur aufpassen, dass man genug Shotgun-Ammo hat, da die Shotgun-Bullets auch relativ schnell rausballert bei diesem Speed. Und so würde ich sagen, ist das auch eine sehr, sehr gute Variante, wie man das spielen kann. Allerdings overall, gerade wenn man ganz normal mit einer ER spielt, würde ich sagen, Spaß auf jeden Fall das Allerbeste. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir gerne Feedback zu dem Format hier in die Kommentare und ob ich vielleicht hier noch was ändern sollte. Ich wollte ja euch jetzt einmal alle Waffen auch in-game zeigen, direkt mit Beispielen, und deshalb habe ich das so gemacht. Wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr dort eure Meinung mal in die Kommentare schreibt. Wenn ihr generell weitere Wünsche für Videos habt, wozu ich noch Ranking-Listen oder Tipps und Tricks machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Demnächst wird wahrscheinlich auch wieder ein Landing-Spot-Video geben, wenn sich so ein paar gute Landing-Spots rauskristallisiert haben. Und dann werde ich wahrscheinlich heute Nachmittag wieder live auf Twitch sein. Checkt dazu gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Und dann bis nachher im Stream oder bis zum nächsten Video. Ciao.